So, willkommen zurück. Neuer Tag, neue Aufgabe. Diesmal gibt es 2K XP. Und wegen unten im Code, nicht wundern, der Code wurde schon geknackt. Nur ich bin gerade im Livestream und normalerweise bestelle ich mir meine Persev-Karte dann gerade online, aber die Seite spinnt rum. Aber nach dem Livestream hole ich mir auf jeden Fall eine neue Persev-Karte. Also im nächsten Video bzw. im nächsten Livestream wird da unten wieder ein neuer 10 € Code stehen. Erstmal danke für 400 Abonnenten. Gruß gehen da schon mal an alle raus. Der letzte Gewinner war der Marcel Leerzeichen Schießwald. Erstmal Grüße gehen da raus. Ich habe nachgeguckt, was er mit dem Code gemacht hat. Er war halt auf Bet and Win, hat natürlich direkt in Fußballwetten oder keine Ahnung reingehauen. Ist ja auch sein gutes Recht. Wie gesagt, so könnt ihr den Code am schnellsten einlösen. Hat auch keinen einzigen Cent übrig gelassen. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Code unten genau funktioniert, einfach unten in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich auch genau erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. Aber Kurzfassung ist halt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Bei dem neuen Code, die erste Zahl gebe ich euch schon direkt und dann halt alle 10 Abonnenten. So, dann würde ich mal sagen, Besuch also, was die Aufgabe jetzt betrifft. Besuche im Verlauf eines Matches das City Depot und Pleasant Park. Ich persönlich sage ganz einfach. Achso, stimmt, wir haben ja noch jemanden dabei. Der Robert ist dabei. Gruß geht da auch raus. Ich habe ihn extra stumm gestellt, damit er mir dazwischen quatscht. Ich würde aber sagen, für die Aufgabe gehen wir rein in die Gruppenkeile. So, nicht auffüllen, passt alles. Ja, wink du mal. Und auf jeden Fall auch mal danke an die, die jetzt alle schon im Livestream dabei waren. Wie gesagt, selbst das unterstützt mich. So, dann gehen wir mal rein. Wie gesagt, ich denke mal, wir werden erst Pleasant Park landen und dann zu Loot Lake und dann logischerweise zu Dusty Depot. Gucken, wie die Zone das Ganze zulässt, gucken, wie der Zug fliegt. Aber nur, dass ihr mal genau seht, wo ihr genau hin müsst. Und für all die, die sich wundern, warum ich die Tagesaufgaben hochlade, obwohl die ja eigentlich so einfach sind. Wenn ich allein das letzte Video angucke, wo man die Kondition heilen musste. Ihr könnt euch okay, mal gucken, wie viel Klicks das Video hatte. Und da habe ich mich auch gewundert. Weil das Video allein hatte 1000 Klicks, wo ich schon dachte, ja gut, lädst du hoch, lass vielleicht 50 Leute mal drauf gehen, allein schon wegen dem Code und so. Aber es wird immer noch gesucht. Also von daher wundert euch nicht, wenn die Aufgaben euch zu leicht sind oder so. Aber anderen fallen die Aufgaben halt anscheinend schwerer. Deshalb. So, jetzt ist die Frage, eigentlich könnte ich auch direkt das die Depot und dann rüber rennen. Aber ich gucke gerade mal, wie die Zone kommt. Ne, wir bleiben bei Pleasant Park. Also Kurzfassung ist einmal Pleasant Park, von da aus wird es rübergehen zu Loot Lake, dann ab ins Rift und dann das die Depot rüber. Also ganz entspannt eigentlich. So. Gerade einmal hier landen. Sag ich mal, jetzt hier auch nicht viel Geschiss. Gerade mal nur ein bisschen was an Loot mitholen. Ach, der Loot war natürlich wieder miserabel. Der ist natürlich noch besser. Aber die Waffe kennen wir noch von Dings, wo wir mit Zielfernrohren Waffen Schaden machen mussten. Dafür ist die natürlich am besten. Auch für die Headshots. Weil die Aufgabe wurde nämlich auch oft gesucht. Robert, gib mir den Keks, du brauchst nicht da unten irgendwas zu markieren. Was ist das denn für einer? Ah, egal. Desto schneller kommen wir zu das Depot. So könnt ihr es natürlich auch machen. Lasst euch im Pleasant Park abknallen, wenn einer rüber geht. Und dann direkt rüber zu das Depot. Orientierung 0. Hier müssen wir lang. So, eine ganz einfache Sache.
Und wie gesagt, im Thumbnail werde ich euch halt natürlich auch nochmal zeigen, genau wo ihr hin müsst. Aber ihr müsst einfach nur dahin, auf den Boden kommen und dann könnt ihr schon wieder ab zur nächsten. Aber das Ganze muss halt in einer Runde gemacht werden. So, gerade mal ein bisschen was an Metz mitholen. Ja, zwei kriege ich noch gebaut. So, wie ihr seht, schon geschafft. Ihr müsst noch nicht mal landen. Also wenn ihr durchfliegt, reicht sogar auch. So, mehr ist es eigentlich nicht. Ist eine ganz einfache Geschichte. Von daher, hier ist, glaube ich, ein Gegner. Wieder komplett. So, aber wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, was ihr machen müsst. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt raus hier, weil in Gruppenkeile kann man ja direkt rausgehen. Die Aufgaben zählen sowieso. Von daher, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters jetzt helfen konnte, dann lass doch gerne mal ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, du hast die Chance auf die 10 € unten, die alle anderen natürlich auch, und gleichzeitig unterstützt du mich damit. Ist halt ein Geben und Nehmen. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, viel Spaß mit den Tagesaufgaben. Season 11 steht kurz vor der Tür. Dauert zwar noch ein paar Tage, das Ganze wurde ja verschoben. Und dann würde ich sagen, an der Stelle haut rein.